Nicht zu fassen. Nicht zu fassen. Eins. Captain Allen, ich heiße Connor. Ich bin der Android, den Cyberlife geschickt hat. Er feuert auf alles, was sich bewegt. Er hat schon zwei meiner Männer erschossen. Wir können ihn ausschalten. Sie sind am Rand der Terrasse. Wenn er fällt, fällt auch sie. Er fällt, fällt auch sie. Bis verhalten ist. Hat er sich zuvor schon einmal merkwürdig verhalten? Ich habe keine Ahnung. Ist das wichtig? Ich brauche Informationen für das beste Vorgehen. Haben Sie eine Deaktivierung versucht? Gleich als erstes. Hör zu. Dieses Kind ist jetzt alles, was zählt. Also kümmere dich um den Scheiß-Androiden. Oder ich werde es tun. Jede Sekunde zählt. Was passiert? Gut. Haltet ihn ein bisschen. Rekonstruiere. Hat die Waffe genommen. Hallo Uno. Jetzt funktioniert. So, wir haben gerade angefangen. Da war der Detective und wir müssen jetzt den Abweicher. Anscheinend heißen die so. Den Abweicher. Hindern, dass er das Kind runterschmeißt beim Fenster oder irgend so. Werden wir gleich sehen. Laufen kann ich nicht. Werf keiner an. DPT Officer war erst vor Ort. Gut. Rechte, rechte Herzkammer perforiert. Hoppala, nein, nochmal. Da kann man nämlich rekonstruieren auch, das ist recht cool. Ich habe jetzt vergessen. F war das Gute. Ja. Ah, da hinten ist die Waffe geordnet. Sehr gut. Der ist reinkommen. Sehr gut. Wieder was rekonstruiert. Zu.
Ja, was gehst noch hin? Ja, da geht's weiter. Prozent Erfolgschance ist mir persönlich. Komm, komm, komm. Also die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Da wollte ich auch. Okay, da ist wieder wer. Verstorbener Philips Einschusslöcher Lungenblutung Niere perforiert. Ey, das ist schmerzhaft durch. Ja. Wer muss? Der ist da gesessen. Vater Hilde. Sehr gut. Die Frage, was hat er gemacht? Okay, jetzt schon langsam verstehe ich das Ganze. Gibt es noch was zum Sehen? Ja. Doch vorher ist immer in Position bereit. Okay. Ist da Q? Kann ich das sehen? Oder nicht sehen? Ich alles tun ein bisschen da. Liegt noch was? Ein Schuh. Okay, das gehört ein Kind. Kinderschuh, Modellspuren menschlich. Okay. Das heißt, die Geisel, oder besser gesagt, das Mädchen ist schon verletzt, ne? Das ist. Na, lecker. LPL600-Serie Nummer. Ah, okay. Das ist das Blut von dem Android. Das heißt, er ist verwundet. Probieren wir es einfach. Au. Bleib weg! Keinen Schritt näher oder ich springe! Nein! Okay. Respekt. Mein Name ist Connor. Was ist mit dir? Wie ist dein Name? Daniel. Den Daniel. Namen haben sie mir gegeben. Bleib weg! Ruhig. Ich weiß, du bist wütend, Daniel. Aber du musst mir vertrauen und dir helfen. Ich will keine Hilfe. Niemand kann mir helfen.
Es soll einfach alles aufhören! Ich will nur, dass alles aufhört! Okay. Bist du bewaffnet? Wahrheit. Ja? Ich habe eine Waffe fallen lassen! Ganz langsam oder ich schieße! So! Ah, okay. Jetzt nicht mehr! Sie wollten dich austauschen und das hat dich aufgeregt. Das ist passiert, stimmt's? Ich dachte, ich gehöre zur Familie. Dass ich etwas bedeute. Aber ich war nur ein Spielzeug. Dass man einfach entsorgt, wenn es alt ist. Hör zu. Ich weiß, dass das nicht deine Schuld ist. Diese Emotionen, die du hast, sind nichts als Fehler in deiner Software. Nein, es ist nicht meine Schuld. Ich wollte das nicht. Ich liebte sie. Weißt okay, du? Jetzt gehe ich langsam vor. Doch ich bedeutete ihnen nicht. Ich war nur ein Sklave für ihre Drecksarbeit. Es ist vorbei, Daniel. Dein Verbrechen ist zu schwer. Die Frage ist, ob du noch ein unschuldiges Leben vernichtest. Du hast nichts zu sagen. Ich mache hier die Regeln. Wenn ich sterbe, stirbt sie auch. Verstanden? Oi, oi. Ich halte diesen Krach nicht mehr aus. Dieser Helikopter soll verschwinden. Okay, verschwinde. Du musst mir vertrauen, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche dir, es wird alles wieder gut. Ich will das alle abhauen. Und ich will ein Auto. Ich lasse sie dann außerhalb der Stadt gehen. Das ist unmöglich, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche, dir passiert nichts. Genau. Ich will nicht sterben. Du wirst nicht sterben. Du wirst auch nicht sterben. Wir werden nur reden. Dir wird nichts passieren. Du hast mein Wort. Okay. Ich vertraue dir. Aua. Er hat noch immer die Waffe in der Hand. Du hast gelogen, Connor. Du hast gelogen. Jetzt schon das Mädchen wegbringen. Die Mission war erfolgreich. Er wäre so oder so gestorben, oder? Wenn ich was anderes gemacht hätte. Dies ist ein Ablaufdiagramm der Szene. Hier kannst du Wege, die noch zu finden, wegen der Fragestellung möglich sind. Das Spiel ist so konzipiert, dass ein Notenpunkt am Ende nicht zu vervollständigen Ablaufdiagramms hinzugefügt. Okay, Scharfschütze ab. Ach, sorry. Okay. Escape. Öffentlich. Okay, das heißt, wenn ich da rauf kann, dann. Der Ausgang, den ganzen. Not the yellow of the... So, warte. Gut, das heißt,
Der Arzt. Wenn eine Entscheidung trifft, dann. Weiter. Das heißt, je nach Entscheidung. Ein wirklich erstklassiger Haushaltsassistent. Er kocht 10.000 Gerichte, komm schon, spricht Zoe, 200 Sprachen und Dialekte. Und leistet Kindern Lernhilfe von der Grundschule bis zur Universität. Wow! Liebling, der sieht toll aus. Genau so einen brauchen wir. Wie viel soll der nochmal kosten? Im Moment gibt es die gesamte Produktionslinie im Angebot. Für nur 7.999 Dollar mit einem zinslosen Kredit auf 2 Jahre. Und Sie haben 2 Jahre Garantie auf das Modell. 7.000. Reparieren. Nee, nee. Schaltet er in den Überwachungsmodus und alarmiert den Notruf, wenn er einen Einbruch oder Rauch erkennt. Verzeihung, was kostet der da drüben? Der MP800 ist etwas teurer, hat aber auch viel mehr Funktionen. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Etwas teurer und mehr Funktionen? Ich mag den Kerl nicht. Da ist er. Ich zahle ihn. Das war etwas schwierig, ihn wieder zum Laufen zu bringen. Okay. Er war echt richtig kaputt. Das ist der komische Kerl. Was ist nochmal mit ihm passiert? Es war ein Auto. Ein blöder Unfall. Ah, verstehe. Wie auch immer, er ist jetzt so gut wie neu. Na, vielleicht bis auf den Reset. Also, wir mussten den Speicher löschen. Es ging nicht anders. Das ist okay. Okay. Gibt's einen Namen? Von meiner Tochter. AX400, registriere deinen Namen. Kara. Kara. Mein Name ist Kara. Wie ein Name? Okay. So, das heißt, ich spiele mehrere Charakter. Okay. Aber es schaut doch schön aus, oder? Super Grafik. Das heißt, man kann eigentlich jedes Mal ein neues Ende bekommen, wenn man das spielt. Okay, das heißt. Bei Antifrauen, das Man of Medan, die Entscheidung, was ich treffe, die ändern das Spiel nachher soweit. Okay. Und ich spiele mehrere Charakter auch noch dazu. Schaut sehr vielversprechend aus, muss. Schaut euch die Grafik an, die Regentropfen als. I lost my job. Ah, okay. Die holen sich die Roboter. Die Roboter sind natürlich wirtschaftlicher für die ganzen Leute. Deswegen. Das heißt, wir werden da sicher noch Probleme kriegen mit den Betten. 1.38 Uhr. Wieder ein anderer? Okay. Ja, der kommt mir bekannt vor. Nicht der Schauspieler von Grey's Anatomy? Wie heißt der? Lassen Sie mich Ihnen helfen. Oh, Olga Kirchis. Geh zum Malereibedarf Bellini. Was? Ja, da kann ich. Geheimnis von Androiden.
Green Earth. Klimawandel. Die Welt. Wie die Umwelt. Ja, das lese ich euch vor. Ja. Der Loft. Hey, Wasser. Das waren 12 Meilen. Noch 5 Meilen bis zum Ziel. Sehr nett. Licht. Ja, schon drüben. Okay, da gibt's nichts. Vielleicht was essen? Hey, weg da! Du verscheuchst doch meine Kunden! Ja, anscheinend. So, die Malerei. Wir müssen der Sünde den Rücken zu kehren. Lasst uns die Androiden verbrennen. Verbrennen wir sie alle. Ihr Sünder, das Ende ist nah. Die Vergeltung steht bevor. Technologie richtet uns zugrunde. Technologie ist das Böse. Wir spielen Gott und erschaffen Maschinen, doch wir sind nicht Gott. Die Maler. Wir sind nichts als Staub. Wir bauen Androiden nach unserem Willen. Ah, Bellini Paints. Ah, okay, Halbgrund. Oh. Identifikation bestätigt. Die Bestellung Nummer 847. Das macht 63,99. Bitte die Zahlung bestätigen. Zahlung bestätigt. Verkauf abgeschlossen. Okay. Kontaktloses Bezahlen. Nimm den Bus. Cool.
Oder du Mist. Bus. Wo willst du hin, Blechbüchse? Ach wirklich. Hey Leute, hier ist eine von diesen Blechbüchsen. Was machst du? Seht euch das Scheißding nur an! Gott, unsere Jobs und kann nicht mal aufstehen! Uiuiui. Ui, ui. Okay, schon sehr auf. Das ist die Rache dafür! Du gehst nirgendwo hin. Wir nehmen dich jetzt auseinander. Mach das Ding fertig. Na los! Okay. Das reicht. Lass ihn in Ruhe. Erteilen wir ihm eine Lektion. Beschädigt ihr ihn, gibt es ein Bußgeld. Dein Job ist auch bald weg. Was du dann wohl sagst. Okay. Na los, geh weiter. Okay, das ist das, was ich vorher gemeint habe. Gut, das ist genau das, was ich befürchtet habe. Fahren wir nach Hause. Geht's. Das war nicht. Okay, gut. Hier. Kara. Schöne Gegend. In der Villa. Folge dort. Kommst du? Okay, das. Du warst 2 Wochen weg und so sieht's hier aus. Du machst den Haushalt, die Wäsche, du kochst das Essen und kümmerst dich um... Verdammt, wo zum Teufel ist das Gehör wieder hin? Alice! Alice! Oh, da bist du. Das ist Alice. Kümmer dich um sie. Hausaufgaben, Baden, der ganze Mist. Kapiert? Ja, Todd. Sehr liebevoller Vater. Mach dann oben weiter. Okay. Schauen wir mal, was man.
Spülmaschine von. Echt? Je nachdem, was du brauchst. Ah, okay. Ja, ja. Kann ich besorgen. Das ist die Schätzung. Ja. Bring ich dir morgen. Ja, gleicher Ort, also du weißt wo. Gut. Okay. Abwaschsimulator. Fernseher an. Alice. Zu der Typ ist seine liebe Tochter und so ein verkorkster Vater. Kara! Ja, Todd? Bring mir ein kaltes Bier! Sofort! Oh Mann! Bring mir den Depp mein kaltes Bier. Aber ich diesen sympathisch. Wie gesagt, die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Okay, ich glaube, ich muss jetzt alles sammeln. Richtig liebevoll. Dann. Nur Bier und Pizza. Gesunde Ernährung. Gut, reicht die. Verdammt, Mann! Wollt wissen, was die da unten. Yeah.
heftig der Rennen. Hier sieht es schon ganz gut aus. Ich gehe nach oben. Tu einfach deine Arbeit und hör auf, mich zu nerven. Wird nicht zu gesund. So eine Nervensäge, Mann. Das Mädchen ist eine Nervensäge. Punkte. Gut. Warum? Komisches Mittel, was ich da. Lesen. Okay. Immer noch. Dem wieder da unten drauf ist. Möglicherweise. Schauen. Gut.
Transport. Als erstes. Victor! Damit. Ich möchte gern dein Zimmer aufräumen. Es dauert nur 2 Minuten. Ist das okay, Alice? Der begeistert ist sie nicht. Alice im Wunderland. Natürlich. Okay, machen. Fertig. Rede mit L. Freundlich. Wir waren bestimmt Freunde vor meinem Reset. Vielleicht können wir das wieder sein. Dein Vater sagt, von dir kommt mein Name. Kara. Klingt nett. Wie kamst du darauf? Du bist sehr still. Hab keine Angst vor mir. Erzähl mir doch etwas von dir. Was du gerne tust, wo du gern hingehst, dein Lieblingsessen. Das würde mir sehr helfen. Okay. Schlüssel. Mach ich mit denen? Buch weg. Ah, okay. Schlüssel für die. Okay, das ist die Alice, die Mutter, und wer ist das? Das ist der, was da unten hockt im Wohnzimmer. Hat sich kaum verändert, ne? Das ist tot, oder? Ah, okay, hat sie geschlagen. Das heißt, das war kein Unfall mit einem Auto, sondern das war er. Jetzt verstehe ich. Sehr gut. Was zum... Ah, du. Was nur? Okay. Wieder.
wieder mal Aufräumsimulator. So, den Boden. Vielleicht rutscht der Tod aus. Das Wasser leeren wir nicht aus. Okay. Immer. Was machst du da? Ich spiele. Du spielst. Ich weiß, was du denkst. Du denkst, dein Dad ist ein Loser. Bist du auch. Ein scheiß Loser. Kriegt keinen Job, sorgt nicht für seine Familie. Glaubst du, ich hätte nicht alles Mögliche versucht? Was? Was ich auch mache, jemand kommt mir in die Quere und versaut mir alles. Ich weiß, was du von mir denkst. Du hast mich. Du hast mich, oder? Sag es! Du hast mich! Gott, was mache ich denn? Du bist ein Idiot. Tut mir leid, Süße. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich hab dich doch lieb, glaub mir. Das hat man gerade gesehen, ja? Hat man gerade gesehen, wie lieb du hast. Gut. Weitermachen. Machen wir weiter. Mal wieder ich. Lege das Paket. Ruhig, oder? Ist dann zum jederzeit zum Abstellen, wenn sie hört sich nicht so besonders schön an, oder? Dahin. Fische.
Verächtet. Silber gewinnt in 3 Zügen. Ja, dann ist. Bisschen skurril, das. Leben. Okay, Leben auf den Titan gefunden. Nächste Seite. Ja, wir waren noch was. Das war's. Okay, der spielt Klavier. Becke Karl im Obergeschoss. Das schauen wir mal, lassen wir den Karl noch schlafen. Hier mal aufräumen. Nicht die Schachtel, was wir gerade vorher geholt haben, die ist ja draußen gestanden im Vorzimmer, oder? Da drin ist was. Wie komme ich darauf? Wer hat denn nicht aufgekommen? Treppenaufzug. So, wo ist der? Guten Morgen, Karl. Der Karl. Guten Morgen. Es ist 10 Uhr. Es ist leicht bewölkt, 12 Grad Celsius. 80% Luftfeuchtigkeit mit hoher Regenwahrscheinlichkeit am Nachmittag. Klingt nach einem guten Tag, um im Bett zu bleiben. Ich habe die bestellte Farbe abgeholt. Oh ja, ganz vergessen. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir, nicht wahr, Marcus? Du vergisst nie irgendwas. Medikamente.
Zeigen Sie mir Ihren Arm bitte, Karl. Nein. Karl? Dankeschön. Ich bin gerade erst aufgewacht und schon wird es unangenehm. Menschen sind so schwache Maschinen. Sie gehen viel zu schnell kaputt. All die Mühe, um sie zu erhalten. Was ist mit dir passiert? Oh, es ist nichts. Nur ein paar Demonstranten auf der Straße, Karl. Was für ein Haufen Idioten. Glauben die wirklich, es hält den Fortschritt auf, wenn sie Androiden verprügeln? Anscheinend. Ich hoffe, du bist nicht verletzt. Oh, nein, nein. Sie haben mich nur geschubst, Karl. Mir geht's gut. Okay. Ich bringe sie jetzt ins Badezimmer. Oh. Probieren wir es lieber nicht aus. Bisschen eine skurrile Wohnung oder Haus. Rollstuhlrenner oder was? Liegt heute eigentlich irgendwas Besonderes an? Ja, die Eröffnung ihrer Retrospektive im Museum für moderne Kunst. Der Direktor hat schon 4-mal angerufen und möchte wissen, ob sie kommen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Das werden wir dann später sehen. Okay. Was noch? Nur die übliche Fanpost. Ist schon beantwortet. Irgendwas von Leo? Nein. Soll ich ihn für Sie anrufen? Nein. Eindeutig. Lass gut sein. Mama Party. Ist gut, ist. Okay. Bring Karl zum Esstisch. Ich hab Hunger. Ihr Frühstück ist fertig. Speck und Eier, so wie Sie sie mögen. Danke, Markus. Gern geschehen. Okay, der behandelt dich wenigstens gut. Fernseher. Warum suchst du dir nicht was zu tun, während ich frühstücke? Klar. Okay, Karl. Was soll ich machen? Treppe raufgehen. Lies ein Buch. Shakespeare. Etwas. Shakespeare. Was liest du? Oh, Macbeth. Das haben sie mir empfohlen. Und was meinst du? Menschliche Emotionen sind interessant. Doch ich kann nicht behaupten, dass ich sie richtig verstehe. Die Menschen verstehen sie auch nicht. Sie bestimmen unser Leben und lassen uns himmelhoch jauchzend oder aber zu Tode betrübt sein. Ein Leben ohne Emotionen ist nicht lebenswert. Eines Tages werde ich nicht mehr für dich da sein können. Du musst dich selbst beschützen. Selbst entscheiden, wer du sein möchtest und werden willst.
Diese Welt mag niemanden, der anders ist, Marcus. Lass dir von keinem sagen, wer du sein sollst. Gehen wir ins Studio. Das stimmt allerdings. Da hat er recht. Wo waren wir stehen geblieben? Zieh das Laken weg. Riesiges Bild auf jeden Fall. Okay, das ist ein Gesicht. Also, was hältst du davon, Marcus? Ja, es hat das gewisse Etwas. Etwas für mich Undefinierbares. Ich glaube, ich mag es. Die Wahrheit ist, dass ich nichts mehr zu sagen habe. Jeder Tag, der vergeht, bringt mich näher an mein Ende. Ich bin ein alter Mann, der sich an den Pinsel klammert. Karl. Schaut so aus, ja? Aber genug von mir. Lass mal sehen, ob du Talent hast. Versuch es mal. Versuch, was zu malen. Malen? Aber was soll ich malen? Einfach irgendwas. Versuch's einfach. Und soll ich malen auch noch? Hinter einem Bild ab. Schön machen. Eine perfekte Kopie der Realität. Doch beim Malen geht es nicht um das Kopieren der Welt. Es geht um Interpretation, Verbesserungen, deine eigenen Sichtweisen. Karl, ich glaube, das kann ich nicht. Das steht nicht in meinem Programm. Na los, mach schon. Geh an die Leinwand. Tu mir einen Gefallen. Schließ die Augen. Schließ die Augen. Vertrau mir. Stell dir etwas vor, das nicht existiert. Etwas Unbekanntes. Jetzt konzentrier dich auf das, was du jetzt fühlst. Und führe deine Hand unbefangen über die Leinwand. Was soll eine Maschine fühlen? Mal
Will ich Picasso? Nicht ganz gesund aus, ne? Hab dich nicht kommen hören. Ah, ich war in der Gegend. Dachte ich schon mal rein. Wohl auch Zeit, nicht? Geht es dir gut? Du siehst nicht so aus. Oh ja, ja, alles klar. Hör mal, ich brauch Kohle, Dad. Schon wieder? Was ist denn mit dem Geld von neulich passiert? Naja, es ist halt weg, weißt du? Ja. Ja, du bist wieder drauf, nicht wahr? Nein. Nein, nein, das ist es echt nicht. Ja, lüg mich nicht an, Leo. Was macht das für einen Unterschied? Ich brauche Geld, das ist alles. Okay. Tut mir leid. Die Antwort ist nein. Was? Warum? Du weißt warum. Richtig so. Ja, ja, ich weiß warum. Dir liegt mehr an deinem Plastikspielzeug als an deinem Sohn, hä? Sag schon, Dad, hä? Was macht ihn besser als mich? Ist er klüger? Ja. Oder folgsamer? Nicht ja. So wie ich, hä? Beides. Aber weißt du was? Das Ding ist nicht dein Sohn. Nur eine Scheißmaschine! Leo, das reicht jetzt! Es reicht! Ja. Dir liegt nur was an dir selbst und deinen Scheißbildern. Du hast nie jemanden geliebt. Du hast mich nie geliebt, Dad. Du hast mich nie geliebt. Okay. Gut. Was kommt als nächstes? Das ist jetzt 5. November 2038, ist ja nicht mehr so lang, ne? Dann mal 2021. Ah, das ist wieder der Polizist. Jimmy's Bar. No Android. Na, ich geh trotzdem. Ist das? Peters und Jimmy geworden, keine Vorstrafen. Geschäfts. Sicherheitsbeamte. Negativ. Scheiße, ich dachte, Androiden dürfen hier nicht rein. Ja, hast du dich geirrt? Wir uns den Kerl dann. Vorstrafen, Alkohol, Drogen im Steuer. Uiuiui. Keine. Willst du einen ausgeben? Ja. Häusliche Gewalt. Gesicht nicht erkannt, Ziel abgewandt. Verkauf. Hey, verschwinde hier! Sagt der ich, ob ich gehe oder nicht. Was ist?
Was macht er, wenn ich länger bin? Ah, da steht noch. Gut. Was gibt's an zu pflanzen? Wer redet mit dir? Soll ich sie nochmal scannen? So, ist sie das? Kann nur noch dir sein, ne? Stell dich vor, das ist sehr gut. Ich bin der Android von Cyberlife. Ich war auf dem Revier, aber niemand wusste, wo sie sind. Es hieß, dass sie vermutlich irgendwo etwas trinken. Ich hatte Glück, dass es erst die fünfte war. Was willst du? Ihnen wurde heute Abend ein Fall zugeteilt. Tötungsdelikt. Verdächtiger ein Cyberlife-Android. Das Unternehmen hat für diesen Fall ein spezialisiertes Modell zur Unterstützung der Ermittler abgestellt. Nein, ich brauche keine Unterstützung. Schon gar nicht von so einem kleinen Plastik-Arschloch wie dir. Also sei ein braver Roboter und verpiss dich von hier. Beton, Verständnis. Ich weiß, dass sich einige Menschen in Anwesenheit von Androiden unwohl fühlen, aber... Aber ich fühle mich absolut wohl. Jetzt hau ab, bevor ich dich zerquetsche wie eine Bierdose. Bitte, hören Sie jetzt auf zu trinken und kommen Sie mit mir mit. Das würde uns beiden die Sache erleichtern. Rick, verbitten. Wissen Sie was? Ich spendiere Ihnen ein für unterwegs. Was sagen Sie? Barkeeper, nochmal das Gleiche bitte. Siehst du das Gym unter der Technik? Mach ihn doppelt. Servus. Einmal X. Sagtest du Tötungsdelikt? Offener Polizist. Warum nicht? Ah, er fährt auch noch. Sie zum Tatort zu begleiten, Lieutenant. Hör zu, ich gebe einen Scheiß auf deine Anweisung. Ich hatte gesagt, warte hier. Also halt einfach die Klappe und warte hier. Na, sicher nicht. Ach, ich folge, Lieutenant. Joss Douglas für Kanal 60. Können Sie bestätigen, dass es Mord war? Ich bestätige hier gar nichts. Typisch DPD, Sie sagen einem gar nichts. Androiden haben hier keinen Zutritt. Er gehört zu mir. Welchen Teil von meinem Auto hast du nicht verstanden? Ihr Befehl widersprach meinen Anweisungen, Lieutenant. Du sagst nichts, du fasst nichts an und du stehst mir nicht im Weg, kapiert? Verstanden. Guten Abend, Hank. Wir dachten schon, du tauchst nicht mehr auf. Ja, das war der Plan, bis dieses Arschloch aufgetaucht ist. So, du hast jetzt einen Androiden, hm? Oh, sehr witzig. Sag mir einfach, was ist passiert? Gegen 8 hat der Vermieter angerufen. Sein Mieter war mit den Zahlungen im Rückstand. Er dachte, ich denke mal nach, was los ist. Sind nett zu den Androiden. Und da fand er die Leiche. Oh, Himmel, dieser Gestank. Was? Noch schlimmer mit geschlossenen Fenstern. Das Opfer heißt Prüfe Beweise. Gut. Carlos Ortiz. Er ist vorbestraft wegen Diebstahl und schwerer Körperverletzung. Seine Nachbarn zu... Ah, das ist das, was der Dings auch gekocht hat, oder? Aceton und Zitrit. Ja, was ist denn das? Blieb meistens in der Wohnung, ließ sich nur selten blicken.
Bei dem Zustand hätte man nicht alle mitten in der Nacht zusammentrommeln müssen. Morgen früh hätte auch gereicht. Ich schätze, er liegt schon knapp 3 Wochen da. Der Rechtsmediziner wird das klären. Da drüben liegt ein Küchenmesser. Vermutlich die Mordwaffe. Anzeichen für einen Einbruch? Nein, der Vermieter sagt, die Tür war von innen. Getrocknetes Blut. Den ist fest verschlossen. Alle Fenster waren verrammelt. Der Killer muss hinten raus sein. Was wissen wir über seinen Androiden? Nicht viel. Die Nachbarn wissen, dass er einen hatte, aber er ist nicht hier gewesen. Ich brauch mal frische Luft. Fühl dich wie zu Hause. Ich bin draußen, wenn du mich brauchst. So, noch ein... da. Verpiss dich da. Bist nur im Weg, Mutter. Noch mehr Blut. Fingerabdrück. Fenster schaut zu aus, ne? Sieben Beweisstücke von 10. Die Buchstaben sind perfekt. Viel zu sauber, kein Mensch kann so schreiben. Chris, ist das da das Blut des Opfers? Ja, ich denke schon. Sehen kann? Irgendwelche... Wir nehmen Proben für die Analyse. Von innen verschlossen. Der Killer muss hier raus sein. Es gibt keine Fußspuren, außer die von Officer Collins, Schuhgröße 10. Das ist vor Wochen passiert. Das heißt, die Spuren könnten weg sein. Nein, auf diesem Boden hätten sich Spuren gehalten. Hier draußen war schon sehr lange keiner mehr. Ja. Ist doch recht praktisch, so einen Androiden zu haben. Fenster haben wir schon gehabt.
Klaus hat gerne gefeiert. Chris, ich... Für eine komplette Analyse der Drogen. Wird erledigt, Lieutenant. Okay. Hey Mike, bist du fertig mit den Proben? Ja, das war's. Wird aber nett, das. Das reinpfeifen. 28 Meter Stiche vom bricht sich der Leck. Sehr schön. Er hat Stichwunden. 28 Stück. Ja. Der Killer hat es echt auf ihn abgesehen. ML. Irgendwo. Wo war das? Ich weiß, was passiert ist. Ach ja? Los, ich bin ganz Ohr. Ganz Ohr? In der Küche. In der Küche. Hier gibt es eindeutige Kampfspuren. Die Frage ist nur, was genau hier passiert ist. Das Opfer griff den Androiden an. Mit dem Schläger. Das passt zu den Beweisen. Weitermachen. Der Android stach auf das Opfer ein. Dann hat der Android also versucht, sich zu verteidigen, ja? Und was geschah dann? Das Opfer floh dann ins Wohnzimmer. Und er wollte dem Androiden entkommen. Das macht irgendwie Sinn. Der Android tötete das Opfer. Wird gekommen. Mit dem Messer. Okay. Deine Geschichte ist nicht völlig abwegig. Aber sie sagt uns nicht, wo der Android hin ist. Der Schläger beschädigte ihn. Und er verlor Therium. Er verlor was? Therium. Therium. Sie nennen es blaues Blut. Die Antriebsflüssigkeit für Android-Biokomponenten. So ist es also. Er flüchtigt sich nach ein paar Stunden und ist dann für das Auge unsichtbar. Aber ich wette, du kannst es noch sehen, oder? Korrekt. Ja. So, das heißt, wir suchen... Ah, da ist...
Okay, das geht da rein. Da kam er. Das ist da her. Ist da. Leiter wurde benutzt. Ach. Wo ich da was öffne? Was ist da drinnen? Langhaftes Sch. Religiöse Opfergabe. Nicht ganz Marone der Typ gewesen. Gut. Na gut, wenn er sich da versteckt hätte, das wäre. Finde etwas zum Klettern. Die Leiter. Sondern die Leiter ist weg. Den Sessel. Hey, was hast du mit dem Stuhl vor? Ich will etwas überprüfen. Ich hau ihn dir über den Edel. Oh, dann überprüf mal schön. Ich hau dir den Stuhl. Suche den Dachboden. Als den komischen. Doch nicht. Wäre zu einfach gewesen. Ah, ja, da geht's. Vorbei. Ah. Da bist du, ja. Da bist du, ja, mein Freund. Hab ich dich schon gefunden. Hast dich da hergesetzt. Steh da. Abweicher lokalisiert. Ich habe mich nur verteidigt. Er wollte mich umbringen. Ich bitte dich. Verrat mich nicht. Connor, was zum Teufel ist denn da oben los? Will man verraten? Er ist hier, Lieutenant! Da kann ich gar nichts machen. Ach du Scheiße! Chris! Ben! Schwingt sofort eure Ärsche hier ein! Na los! Da hätte ich gar nichts entscheiden können. Ach so, ich hätte.
Ah, da ist wieder die Alice. Alice im Wunderland. Tot? Gut, dass du tot. Essen ist fertig. Es war nicht viel in der Küche. Tut mir wirklich leid. Ich höre nicht zu, was das ist. Schalte das Licht. Das? Ach, da. Scheiß Hausarbeit brauche. Was tue ich? Ich kaufe mir einen verdammten Androiden. Was für ein Witz. Du bist ein Witz. Klar, Androiden sind ja so scheiß großartig. Sie versagen nie. Hör auf rumzulaufen, verdammt nochmal, du machst mich ganz nervös. Was glotzt du so? Was ist dein Scheißproblem? Nicht gerade ein Traum hier, was? Glaubst du vielleicht, das ist einfacher? Glaubst du vielleicht, ich bin schuld, dass wir in diesem Dreckloch leben? Ich bin schuld, dass deine Mutter abgehauen ist? Hör auf mit den Drogen, Todd. Manchmal machst du mir echt Angst, Todd. Die scheiß Schlampe ist einfach abgehauen. Diese verfluchte Hure hat mich wegen einem beschissenen Buch einfach verlassen. Alles deine Schuld. Daddy, nein! Es ist alles deine Schuld! Du ein Arschloch. Komm wieder her. Komm wieder her! Komm sofort hierher! Das ist ihre Schuld, alles ihre Schuld! Ich werde dir zeigen. Ich werde dir eine Lektion erteilen. Das hat sie verdient. Soll ich jetzt da gehen oder soll ich stehen bleiben? Erst muss ich nochmal ziehen. Du bleibst da. Rühr dich ja nicht vom Fleck. Oder setz was wie letztes Mal. Weg dich. Okay. Die Schlampe ist einfach abgehauen. Es hätte schön sein können. Könnte Familie. Aber nein! Mir war egal, wie ich mich fühle. Ich habe alles getan, um sie glücklich zu machen, aber es war ja nicht genug. Ich war nicht gut genug für sie! Beweg dich nicht. Ah, okay, ich verstehe. Durchbreche den Willen. Ich
So. Alice, ich glaube, wir müssen weg da. Oh nein, er kommt! Er wird mir wehtun! Lauf! Lauf weg! Oder er macht dich kaputt wie letztes Mal! Alice wegrennen, Raum abschließen. Du kommst mit mir! D. A. A. So. Verdammtes Gehör. Alles ihre Schuld. Es ist alles ihre scheiß Schuld. So, nicht schnell runter. Öffne die Tür. Nein! Oh oh. Bitte hör auf! Stopp! Ah, Bus. Okay, gut. Bissl zu viel. Das war knapp. Okay, bekämpft. Jetzt weiter. Die langweiligste Party der letzten 25 Jahre. Und jedes Mal auf solchen Partys frage ich mich, was zur Hölle mache ich bloß hier? Was zur? Ich hasse Cocktailpartys und all diese Schwätzer, die dorthin gehen. Es ist eine Möglichkeit für all ihre Bewunderer, sie kennenzulernen. Ja, 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 denen ist Kunst doch völlig egal. Die interessiert nur, wie viel Geld sie damit verdienen können. Was soll's? Lass uns einen trinken. Diese ganze Aufregung hat mich richtig durstig gemacht. Ja, und wo gehen wir hin? Trink. Bring ihn ins Rum. Scotch ohne Eiswürfel? Auf jeden Fall. Okay, aber Sie wissen, was Ihr Arzt sagt. Ja, na, der kann mich doch mal. Ich bin alt genug, um meine Medizin selbst zu wählen. Natürlich. Hast du im Studio das Licht angelassen? Nein, nein, ganz bestimmt nicht. Ruf die Polizei. Detroit Police, wie lautet Ihr Notfall? Hier ist Karl Manfreds Android, 8941 Lafayette Avenue. Wir kommen gerade heim und das Licht ist an. Vielleicht wurde eingebrochen. Ein Streifenwagen ist unterwegs. Los, sehen wir mal nach. Ich habe keine gute Idee, wenn ich dich da ins Team bringe. Willst du nachsehen? Kann nicht anders, okay.
Sicher, dass du da rein willst? Überprüfe, okay. Leo! Was machst du hier? Du hilfst mir nicht, also helfe ich mir selbst. Manche zahlen Wahnsinnspreise für den Scheiß. Fass ihn nicht an! Hör zu, früher oder später gehören die sowieso alle mir. Betrachte es als Vorschuss auf mein Erbe. Marcus, er soll da weggehen. Schaff ihn sofort hier raus! Bring ihr zum Gehen. So, argumentieren. Befehlen. Rat. Sei vernünftig, Leo. Das hier bringt dir doch nichts. Du schickst mich immer bloß weg. Warum denn? Bin ich nicht gut genug? Nicht perfekt wie dieses Scheißding? Das reicht jetzt! Raus hier! Sofort! Was macht das so besonders, hä? So viel besser als mich! Lass ihn in Ruhe! Na los, zeig, was du kannst! Marcus, du darfst dich nicht wehren, verstanden? Verteidige dich nicht. Los, schlag mich! Worauf wartest du? Bist du ein Mann? Dann mach schon! Was denn? Bist du etwa ein Feigling? Hör auf, Leo! Angst dich zu wehren, du blöder Arsch! Ich muss... Selbst. Verteidige dich nicht. Soll ich mich verteidigen oder soll ich mich nicht verteidigen? Okay, anders geht's nicht. Ich muss mich verteidigen. Okay. Oh, stimmt ja, ganz vergessen. Du bist gar nicht echt. Du bist nur ein scheiß Klumpen Plastik. Lass ihn in Ruhe. Pass auf. Ich mach dich fertig. Dann gibt's nur noch mich und Dad. Ich werde dich zerstören und das wird keine passieren. Weißt du warum? Weil du nichts bist. Verstehst du? Du bist nichts! Komm, nein! Nein. Karl, nein! Menschen sind schwache Maschinen. Karl, nicht sterben, okay? Halten Sie durch. Nicht sterben. Denk dran, Marcus. Lass dir von keinem sagen, wer du zu sein hast. Nein. Nein. Dad. Dad? Nein. Bitte. Das ist deine Schuld. Ohne dich wäre das nie passiert. Der Android, es war der Android. Was? Das ist für eine Scheiße, ich habe gar nichts gemacht. Bitte nicht. Gut so, dann bleiben wir jetzt mal mit denen. Dann machen wir jetzt Schluss. Wir sehen uns bald wieder. Ich habe vorher noch wenn wir uns sehen. Richtig, richtig geil. Lohnt sich selber zu spielen. Für euch, wie es weitergeht. Dann. Wir sehen uns. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein, euer Christian.